Tech-Milliardär Elon Musk unterstützt wohl seit Jahren republikanische und rechte Gruppen mit Millionenbeträgen. Das geht aus einem Bericht des Wall Street Journal hervor. Demnach habe die finanzielle Unterstützung im Jahr 2022 begonnen. Damals soll Musk über 50 Millionen US-Dollar an die Gruppe Citizens for Sanity, die gegen Einwanderer und Transpersonen hetzt, gespendet haben. Auch andere Gruppen und einzelne Republikaner, wie zum Beispiel Ron DeSantis, haben Spenden von ihm erhalten. Diese habe Musk oft als Sozialhilfe getarnt. Dahingegen unterstützt er den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump öffentlich. Musk war früher als Demokrat bekannt, ein Grund für seinen politischen Sinneswandel könnte die Geschlechtsumwandlung seiner Tochter sein. Diese hat den Kontakt zu ihm abgebrochen, Musk sagte, sie sei vom Wogenhirnvirus getötet worden.